weiß, alle warten schon drauf. Deswegen will ich es auch nicht so wahnsinnig in die Länge ziehen und sagen, nach diesem Tag, den wir heute alle erlebt haben zusammen, gibt es noch eine Steigerung von dem, was wir an Vorträgen gehört haben? Gibt es noch was obendrauf? Und wir haben es uns gewagt. Wir haben gesagt, wir packen auf diese Sahnetorte nochmal Sahne obendrauf. Ich weiß, ich sollte die nicht essen, aber wir können die ja alle mit unseren Sinnen genießen. Und deswegen ein Name, den wir alle untrennbar für jetzt und alle Zeit mit diesem Corona-Irrsinn, mit dieser Corona-Zeit verbinden. Begrüßen Sie mit mir, mit einem Applaus, den dieser Saal noch nie gehört hat, Professor Dr. Sucharit Bhakti. Frau Merkel hat die 12 Minuten nie verdient. Hier wären Sie mal fällig gewesen. Danke, Professor Bhakti. Danke. Danke, ihr Lieben. Ich habe Tausende von Vorträgen gehalten. Aber der Anfang von diesem Vortrag fällt mir so schwer. Ich bin so ergriffen. Entschuldigung. Entschuldigung. Wissen Sie, wie hoch die Lebenserwartung eines deutschen Bürgers zu Beginn der medizinischen Revolution im 19. Jahrhundert war? Ja, 38. Wissen Sie, wenn damals ein Mensch seinen 60-jährigen Geburtstag gefeiert hat, wie viele Jahre hatte er noch vor sich? Ja, 6 bis 7. Kaum weniger als jetzt. Wie erklärt sich das? Damals waren Infektionen die Hauptursache von Krankheit und Tod. Und sie betrafen jüngere Menschen, unter 60. Sie wurden durch die Mikrobiologie besiegt, Infektionskrankheiten, sodass sich die gesamte Lebenserwartung insgesamt verdoppelte. Andere Fortschritte der Medizin in der Kardiologie, Krebsforschung, Gentechnologie haben im Vergleich dazu der Menschheit nicht annähernd so viel gebracht. Wie hat die Mikrobiologie das geschafft? Die Mehrheit, vor allem Politiker und Medien, werden rufen, natürlich durch die Impfung. Das jedoch ist der weltweite Irrglaube, der die gegenwärtige Krise verursacht hat. Tatsache ist, dass Impfungen eine viel, viel kleinere Rolle gespielt haben als andere Umstände. Vor allem die Besserung der Lebensbedingungen, der gesunde Lebenswandel,
waren entscheidend für den Rückgang von todbringenden Infektionen. Sicher ist allerdings eins: Die Impfung erwies sich als größter Segen für die Geld- und Weltelite, für die Pharmaindustrie und Politik. Sie konnten ihre eigenen Interessen verfolgen unter dem gemeinsamen Slogan »Alles für die öffentliche Gesundheit, alles für das Wohlergehen der Allgemeinheit«. Um dieses hehre Ziel zu erreichen, haben sie die WHO geschaffen. Diese nicht demokratisch vom Volk gewählte, im Grunde also Privatverein, ist dabei, sich die Vollmacht über das Gesundheitswesen in den 190 Mitgliedstaaten zu ergattern. Deutschland ist einer der größten Unterstützer dieses Vorhabens. In nur 6 Monaten wird in diesen Räumlichkeiten, dem Deutschen Bundestag, endgültig darüber abgestimmt, ob die WHO mit der Generalvollmacht ausgestattet wird, jederzeit eine medizinische Notlage zu verkünden, die das Aufheben von Menschenrechten begründet und zwingend notwendig macht. Dies beinhaltet auch die Verwendung der neuen genbasierten RNA-Impfstoffe. Die WHO hat bereits verkündet, dass diese Impfstoffe für möglichst alle Impfungen bei Mensch und Tier eingeführt werden. Warum wohl? Geld und Macht, Macht und Geld. Immer die gleiche Antwort. Klar, manche Impfungen waren tatsächlich segensreich. Tetanus, Wundstarrkrampf, kann man heute durch die Impfung tatsächlich besiegen. Andere Seuchen wie Polio sind verschwunden, wenngleich aus anderen Gründen. Die Frage nach der echten Notwendigkeit von vielen Impfungen taucht zusehends auf. Sinkende Impfwilligkeit begegnet man am effektivsten mit direktem oder indirektem Impfzwang. Der aber muss auch offiziell autorisiert sein, also ente WHO. Und dann muss dafür gesorgt werden, dass die Impfstoffe in ausreichende, riesige Menge verfügbar gemacht werden können. Hier lautet tatsächlich ein Problem. Bei den bisherigen Impfungen werden inaktivierte Substanzen injiziert, die die Bildung von spezifischen Antikörpern anregen. Die Impfstoffe gegen Tetanus und Diphtherie beispielsweise müssen von Menschenhand produziert werden. Die Herstellung ist relativ aufwendig und kostet. Bei den RNA-Impfstoffen werden statt Genprodukte die entsprechenden Gene verabreicht und die gespritzten Menschen produzieren dann die eigentlichen Produkte in ihrem Körper. Billiger geht es nicht. Genialst dabei, die WHO befiehlt die Injektionen, die Bürger müssen mit ihren Steuergeldern für die Gene bezahlen, lassen sich spritzen und verwandeln sich dann selbst in die Fabriken für die Impfstoffherstellung. So, ja. Wie funktioniert das? Das Genom ist die Gesamtheit der DNA-kodierten Anweisungen in eine Zelle. Links DNA. Diese Bücher des Lebens sind in Chromosomen verpackt und werden in Zellkern aufbewahrt. Die DNA-Schrift besteht aus nur 4 Buchstaben, die aneinandergereiht sind. Das Geniale dabei, jede Reihenfolge ist der Code für ein ganz bestimmtes Eiweißprodukt. A, B, C, D ergibt Produkt 1, B, A, C, D Produkt 2, B, A, D, C Produkt 3 und so weiter. Die Zahl der möglichen Produkte steigt mit jeder Verlängerung der Wörter in ungeahnter Höhe steilst an. Mit 2 Buchstaben gibt es 2 mögliche Reihenfolgen, A, B, B, A. Mit 3, A, B, C, gibt es bereits 6 Möglichkeiten. Können Sie zu Hause mal ausprobieren. Mit 3, 6 Möglichkeiten. Mit 4, 6 mal 4 Möglichkeiten, das sind 24. Mit 5, 24 mal 5. So geht es, also nicht exponentiell, sondern super exponentiell. Man muss immer die letzte Zahl dazu multiplizieren. A, B, C, D.
A, B, C, D, A, 5, A, B, C, D, A, B, 6 und so weiter. Es sind nur 4 Buchstaben, aber in einer beliebig langen Reihenfolge. Mit 10 bekommt man schon über 3 Millionen Möglichkeiten. Erstaunlich. Das hat irgendjemand eingeführt. Irgendjemand. Wenn ein Rezept für ein Produkt benötigt wird, dann wird das Buch des Lebens auf der richtigen Seite aufgeschlagen und eine Kopie, Abklatschkopie, hergestellt. Diese Kopie ist RNA, mRNA in der Mitte. Und diese wird dann an die Produktionsstätte in der Zelle gebracht und verwendet, abgelesen. Das nach dem Rezept entstandene Produkt wird zur Überprüfung auf die Fensterbank der Zelle gestellt draußen. Die Rezeptur, die RNA, wird schnell und leise entsorgt. Die DNA bleibt lebenslänglich. RNA-Impfstoffe sind solch kurzlebige Kopien, chromosomale Rezepte, die die Produktion ausgewählter Antigene steuern, zum Beispiel für das Virus-Spike-Protein. RNA-Impfstoffe müssen in winzige Fettkügelchen, sogenannte Lipid-Nanopartikeln, verpackt werden. Ja. Das sind diese Kugeln und da drin ist mRNA. Müssen versandfertig verpackt werden. Die Verpackung schützt die RNA vor Zerstörung, damit sie über den Blutkreislauf zu allen Organen des Körpers gelangen kann. Dort wirken die Kügelchen wie trojanische Pferde. Zellen nehmen sie auf, ihre Fracht wird im Innern freigesetzt und die Rezepte steuern die Produktion des Genproduktes, das auf der Fensterbank auch wieder zur Inspektion ausgestellt wird. Mehr als 1 Milliarde RNA-Kopien in Fettkügelchen werden mit jeder Injektion in einen menschlichen Empfänger, in ein Kind, ein Baby, verabreicht. Die Massenproduktion von RNA, mRNA, erfordert die massenhafte Verfügbarkeit der DNA-Vorlagen. Wie kann das erreicht werden? Grundsätzlich gibt es dazu 2 Wege. Erstens, die 4 DNA-Buchstaben sind heute jeweils in Großpackungen frei erhältlich in Supermärkten. Ihre Verknüpfung ist per Computersteuerung in einem Reagenzgefäß in jeder beliebigen Reihenfolge im Labor machbar. Sind DNA-Rezepte zum Beispiel für die Kodierung von Virus-Spike-Proteinen bekannt, können sie in Genlabors zu Papier gebracht werden und dann zur Erstellung der RNA-Abklatschkopien verwendet werden. Und so entstand der erste Corona-Impfstoff von BioNTech, der mit Hilfe von Pfizer im Sommer 2020 in der klinischen Zulassungsstudie an 20.000 Menschen getestet wurde. 20.000 haben es bekommen, 20.000 haben ein Placebo bekommen. Aufgrund des angeblichen Erfolges wurde die bedingte Zulassung für die Verwendung in Deutschland und dann in der Welt erteilt. Der Erfolg der klinischen Zulassungsstudie ist für sich eine Geschichte von Großbetrug und Täuschung. Das haben Sie heute auch bereits erfahren. Dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgte sogleich. Der größte Betrug aller Zeiten. Merken Sie sich wohl. Einige Milliarden künstlich erzeugte DNA-Rezepte zur Impfung von nur 20.000 Menschen waren machbar im Genlabor.
Aber zur Impfung von Milliarden Menschen, nein. Das war nicht möglich. Das war einfach zu viel und viel zu teuer. Dafür mussten die Hersteller zurück zur Natur. Der Trick, die Milliarden und Trilliarden unzähligen DNA-Rezepten werden nicht mehr computergesteuert in Maschinen zusammengebastelt. Sie stammen aus Bakterien. Also zwei Wege zur Produktion. Erster Weg künstlich, computergesteuert. Zweiter, Massenproduktion durch Bakterien, Mini-Chromosomen, Plasmide. Diese Mini-Chromosomen, in diesem Fall ist diese DNA nicht mehr menschliche DNA, sondern das ist jetzt Bakterien-DNA, wohlgemerkt. Ja. Diese Mini-Chromosomen sind leicht zu gewinnen und zu manipulieren. Fremde Rezepte, zum Beispiel das Gen für das Corona-Spike-Protein oder jedes andere Gen, das Sie wollen, können dort eingefügt werden. Die Bakterien werden dann angezüchtet und durch die Anzucht einfach automatisch massenhaft vermehrt. Die Plasmide werden anschließend herausgeholt und als Vorlage für die Herstellung der mRNA-Kopien verwendet. Jetzt haben wir sie wieder, aber sie stammen aus Bakterien, dieser Abklatsch. Halt, rufen Sie jetzt. Das ist doch anders als das behördlich genehmigte Verfahren. Frage vom geneigten Publikum. Wurde die Verwendung der Bakterienchromosomen für die Impfstoffherstellung jemals auf Sicherheit geprüft und genehmigt? Die Antwort ist in kürzlich erschienenen Büchern von Dr. Jürgen Kirchner, alias David Fischer, und Rechtsanwältin Dr. Brigitte Röhrig nachzulesen. Es war eine Leseempfehlung von mir. Die sind gerade erschienen. Antwort: Nein, sie sind nie geprüft worden. Weder auf Inhalt noch auf Sicherheit. Die Zulassungsbehörden, dazu gehört PAI, EMA, FDA, haben sie einfach durchgewunken und genehmigt. Sie, die Behörden, waren Mitwisser und Mittäter. Wobei? Meine Damen und Herren, spätestens jetzt muss der leise Verdacht kommen, dass diese gesamte Impfaktion möglicherweise ein gigantisches Medizinverbrechen war und ist. Und jetzt erzähle ich, welche ungeheuerlichen Konsequenzen ein solches Verbrechen in sich birgt. Was jeder wissen muss, ist, dass um jede Zelle Sicherheitskräfte Wache halten. Alles ist gut, wenn etwas nach einem Rezept aus Ihrem Buch des Lebens hergestellt wird. Aber wehe, wenn das Rezept aus einem fremden Buch stammt, dann greifen die Sicherheitskräfte, unser Immunsystem, die produzierende Zelle sofort an. Die Fähigkeit des Immunsystems, Zellen zu erkennen und zu vernichten, die nicht selbst herstellen, ist bei der Geburt gegeben und endet mit dem Tod. Auf der linken Seite eine Zelle, die Eigenes produziert. Alles gut. Das Produkt in Schwarz wird nicht erkannt von unserem Immunsystem und die Zelle bleibt am Leben. Ganz anders. Rechts eine Zelle, die gespritzte RNA aufgenommen hat und umsetzt. Diese gespritzte mRNA, die so verpackt ist, dass sie alle Zellen im Körper erreichen kann. Dann wird diese Zelle markiert vom Immunsystem und
zum Tode verurteilt. Es ist etwas, was jedes Kind in der Schule lernen sollte. Jedes Kind sollte das in der Schule lernen. Denken Sie an die Abstoßung von Transplantaten. Sie bekommen meine Niere, Sie stoßen meine Niere ab. Nicht selbst wird nicht einmal innerhalb der gleichen Spezies toleriert, Mensch. Und wenn nach dem ersten Misserfolg ein erneuter Versuch unternommen wird, Sie bekommen meine zweite Niere, folgt eine gnadenlose Ablehnung, schnellst und heftigst. Das gleiche Prinzip liegt der immer stärker werdenden Intensität der unerwünschten Ereignisse zugrunde, die im Gefolge von Booster-RNA-Injektionen auftreten. Bedenken Sie, die Anzahl der verpackten RNA-Kopien, die mit jeder Injektion verabreicht werden, ist gigantisch. Im ganzen Körper werden schier unzählige Immunangriffe ausgelöst, die erst zum Stillstand kommen, wenn die Produktion des fremden Proteins beendet ist. Wie lange wird dies dauern? Nur ein paar Tage, wie die Impfhersteller, die Impfanbieter, die Politiker, der Nobelpreisausschuss nicht müde werden zu behaupten? Im vergangenen Jahr tauchte ein alarmierender Befund auf, der mit dieser Behauptung unvereinbar ist. Bei Geimpften wurden Wochen und sogar Monate nach den Injektionen Spike-Proteine und Multiorganentzündungen im Sinne von Autoimmunreaktionen festgestellt. Dies war mit schweren und oft tödlichen Erkrankungen verbunden. Welchen Grund konnte und kann es für eine solch katastrophale, lang anhaltende Produktion eines RNA-kodierten Proteins geben? Die im März dieses Jahr bekannt gemachte Entdeckung von Kevin McKernan und Kollegen liefert eine erschreckende Erklärung. Bei der Impfstoffherstellung müssen die Bakterien Minichromosomen von der Verpackung der erzeugten mRNA entfernt werden. Sonst werden sie ja mitverpackt. Wir haben Bakterienchromosomen links, Abklatschpräparate RNA in der Mitte. Bevor diese mRNA verpackt wird, muss die DNA entfernt werden. Das ist möglich, aber nicht trivial. Sonst werden sie mitverpackt. Und dann haben wir sowas. mRNA verpackt, neben DNA verpackt. Ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist zu verstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Politiker anderer Parteien das verstehen. Okay, das wollen wir jetzt nicht so diskutieren. Kevin McKernan entdeckte, dass dieser entscheidende Schritt der Entfernung von Plasmid-DNA nicht gewissenhaft durchgeführt worden war. Es wurden riesige Mengen an Plasmid-DNA in verpackter Form, sehr wohlgemerkt, in verpackter Form, gefunden. Ihre erfolgreiche Lieferung an die Zellen war dadurch gesichert. Kevins Entdeckung ist inzwischen in mehreren anderen Labors bestätigt worden, auch in Deutschland. In allen 27 bislang untersuchten Chargen wurden große Mengen an DNA-Verunreinigungen gefunden. Vor 4 Wochen hat sogar die kanadische Medizinbehörde Plasmid-DNA-Fund bestätigt. Allerdings sieht die Behörde darin keinen ausreichenden Grund dafür, die Zulassung zurückzunehmen. Im Übrigen, Frage an das geneigte Publikum: Hat die zuständige deutsche Behörde, das Paul-Ehrlich-Institut vom Bundesministerium für Gesundheit, verlässliche wissenschaftliche Messungen vorgenommen? Frage, Antwort, nein. Bis zum heutigen Tag nicht. Meine Damen und Herren, das muss
rechtliche Konsequenzen haben. Das ist nämlich schlichtweg sträflich. Das Paul-Ehrlich-Institut ist, wie alle Behörden des Bundesministeriums für Gesundheit, dazu verpflichtet, die Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Die Aufnahme von bakteriellen Chromosomen verändert die Gesamtheit von DNA-Instruktionen in der Zelle und ist gleichbedeutend mit einer Veränderung des Genoms. Wohlgemerkt, bei jeder Zellteilung löst sich die schützende Hülle des Zellkerns auf, sodass fremde DNA, was in die Zelle kommt, fremde DNA unmittelbar neben unseren Chromosomen zu liegen kommen können, kann und dann in den neu gebildeten Kernen der Tochterzellen eingeschlossen wird. Eine fortdauernde Produktion von Fremdproteinen kann stattfinden, die zu langfristigen Entzündungen und Organschäden im ganzen Körper führen wird. Eine solche lange anhaltende Produktion ist in Zellkulturversuchen und in Tierversuchen bereits gezeigt worden. Denn diese Lipid-Nanopartikel werden seit über 10 Jahren verwendet, um fremde DNA in Tierversuchen in die Tierzellen zu bringen. Natürlich sagt das Paul-Ehrlich-Institut, das hat man aber für Menschen nicht nachgewiesen. Ja. Eine fortdauernde Produktion kann einfach tödlich sein. Ist doch klar. Gefäßwände werden beschädigt. Blutungen und die Bildung von Blutgerinnseln sind die unvermeidlichen Folgen. Das haben wir vor 3 Jahren schon gesagt. Nicht wahr? 3 Jahre, mein Gott. Das Gewebe wird aufgrund von Sauerstoffmangel absterben. Das Herz ist ein Organ, das abgestorbene Zellen nicht ersetzen kann. Wer hat nicht schon von den mysteriösen, plötzlichen Herztodesfällen gehört, die sich weltweit ereignen? Sie sind nur die Spitze eines Eisberges. Durch Impfungen ausgelöste Herzkrankheiten stehen auf der Tagesordnung von Jung und Alt. Zur Ehrenrettung der deutschen Wissenschaft sind zum Glück namhafte Pathologen aufgestanden und haben die weltweit ersten Forschungsarbeiten geleistet, die den Zusammenhang zwischen Impfung und schwersten Organschäden aufdeckten. Professor Arne Burkhardt, vor kurzem tragischerweise verunglückt, und sein lieber Freund Professor Walter Lang, der heute zu Ihnen gesprochen hat. Dr. Michael Mörz in Dresden und der weltbekannte Professor Peter Schirmacher, Direktor des Instituts für Pathologie der Universität Heidelberg. Durch deren Arbeiten ist es heute wissenschaftlich gesichert. Und so steht es in dieser Arbeit aus der Gruppe von Peter Schirmacher wortwörtlich: Es ist zweifelsfrei erwiesen, dass die Impfung zu tödlichen Myokarditiden führen kann. Steht drin. Es ist eine international viel zitierte, absolut akzeptierte Arbeit. Es kann niemand kommen und sagen, dass das nicht erwiesen ist. Diese Herren, es gab noch eine Dame, Ute Krüge, auch schon erwähnt heute, die haben es schon längst erwiesen und bewiesen. Das zweite Organ, das seine Toten nicht ersetzen kann, ist das Gehirn. Je nachdem, wo der Impfschaden auftritt, kann es zu verschiedenartigsten neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen kommen. Nervenausfälle und Lähmungen, aber auch Demenz, Psychosen und Wesensveränderungen sind bei Geimpften auf der Tagesordnung. Die unfassbare Horrorgeschichte ist damit noch nicht zu Ende. Zerhackte DNA-Bruchstücke sind massenhaft als Impfstoffverunreinigungen
gefunden worden. Bruchstückartige DNA-Sequenzen haben eine erhöhte Neigung, in die chromosomale DNA eingebaut zu werden. Die möglichen Folgen sind endlos. Es kann zur Störung des fein abgestimmten Netzwerkes kommen, das die Zellteilung und die Zelldifferenzierung steuert. Krebs und Entwicklungsstörungen können Folgen sein. Mutationen in Spermien und befruchteten Eizellen könnten veränderte Eigenschaften vererbbar machen. Meine Damen und Herren, glauben Sie nichts anderes. Die Wahrheit ist, kostengünstige Verfahren zur zuverlässigen Trennung der massenproduzierten RNA von den Bakterienchromosomen gibt es nicht. Die komplette Entfernung würde viel zu teuer sein. Darum sind die Bakterienchromosomen in allen bislang untersuchten Impfstaaten auch gefunden worden. Merken Sie wohl, Verunreinigungen mit Plasmid-DNA werden bei allen RNA-Impfstoffen die Regeln und nicht die Ausnahme sein. Und merken Sie sich, der Unterschied zwischen dieser DNA und DNA, die sonst irgendwo Paul-Ehrlich-Institut oder EMA zitiert, als für akzeptable Verunreinigung, unterscheidet sich darin, dass diese DNA verpackt ist, versandfertig für die Zelle. Das passiert bei nackter DNA nie. Da können Sie tatsächlich Bakterien-DNA in den Darm spritzen, es passiert nichts, weil diese DNA wird sofort abgebaut, zerstört. Meine Damen und Herren, wer RNA-Impfstoffe als sicher und wirksam lobpreist, wer behauptet, die Impfung würde nur seltenst ernsthafte Nebenwirkungen erzeugen, ist entweder unglaublich ignorant oder unendlich böse. Und er macht sich strafbar. So wie alle, die diese Impfung aktiv oder passiv betreiben und befürworten. Denn es ist heute wissenschaftlich erwiesen, dass die Impfung nur Negatives bewirken kann und dies in lebensbedrohlichem Ausmaß. Zum Schluss etwas Positives. Die positive Botschaft für die Welt. Der alles entscheidende DNA-Fund ist erst vor Monaten gemacht worden. Vorher konnte niemand erahnen, dass Impfchargen mit Bakterienchromosomen verunreinigt waren. Genauso wichtig, die Allgemeinheit konnte nicht ahnen, dass sie eine Substanz injiziert bekam, die überhaupt nicht geprüft worden war, nicht auf Wirksamkeit, nicht auf Sicherheit, nicht auf Inhalt, schlichtweg. Deswegen, werte Ärzte, Kolleginnen und Kollegen, Sie können sich noch retten. Sie wurden getäuscht. Sie wurden missbraucht. Sie konnten nicht ahnen, was und wie alles geschah. Aber jetzt wissen Sie es. Und noch gibt es kurze Zeit, zurückzukehren auf den Weg des Hippokrates. Nehmen Sie nie wieder eine Genspritze in die Hand, es sei denn, Sie sind wirklich sicher, dass darin keine Bakterien-DNA enthalten ist. Und machen Sie Schluss mit der menschenverachtenden WHO. Im gleichen Kontext. Politiker Deutschlands, über alle Parteigrenzen hinweg, auch Sie können sich mit der Absage an das Großverbrechen retten. Sie konnten erst recht das alles nicht gewusst haben. Auch Sie wurden getäuscht und missbraucht. Auch Sie können sich und Ihre Ehre noch retten. Ziehen Sie Ihren Kopf aus der Schlinge so schnell wie möglich.
Bald wird es zu spät sein, denn die Welt versteht nun so langsam die Machenschaften. Und sie werden nicht sagen können, dass der Weckruf sie nicht erreicht hat. Agieren Sie gemeinsam jetzt für Ihr Volk. Beschließen Sie, dass keine weiteren RNA-Injektionen verabreicht werden dürfen, bis die lebenswichtigen offenen Fragen geklärt sind. Und, liebe Politiker, realisieren Sie doch, dass jeder Kaufvertrag, der auf Betrug und Täuschung ruht, für null und nichtig erklärt werden kann und muss. Verlangen Sie das Geld Ihres Volkes von den Herstellern dieser Betrugswaren zurück. Und lassen Sie die Milliarden Ihrem Volk zukommen. Vor allem den ärmsten Impfopfern und ihren Hinterbliebenen. Liebe Mitmenschen, die Spaltung unserer Gesellschaft hat tiefe Gräben gezogen. Lasst uns jetzt zurück zueinander finden. Sagen Sie all denjenigen Nein, die zu Marionetten von Macht und Geld geworden sind. Sagen Sie Ja zu unserer Solidargemeinschaft, die alleine dieses Land wie in Krisenzeiten zuvor wieder aufbauen kann und muss. Lasst uns einander die Hände reichen und schreiten wir jetzt als geeinte Nation einer besseren Zukunft entgegen.